herzlichen Damen und Herren. Ein weiterer Salon Luitpold. Jetzt ist es doch fast ein akademisches Viertel geworden. Wir haben zwei Akademiker als Protagonisten zum Thema der Gigant Rechtsstaat. Nein, anders, der Rechtsstaat, Gigant in Gefahr, in Anführungszeichen. Sie merken, ich bin nervös, weil ich ein so tolles und ausführliches Vorgespräch schon lange nicht mehr hatte. Ich habe schon ganz viele tolle Geschenke bekommen in Form von Ideen und Fragen. Die Lobhudelei kommt dann im Anschluss noch. Leider sind es nur zwei, aber das ist in keinster Weise ein Problem, bin ich ganz fest davon überzeugt, auch wenn ein Gast mir heute schon gesagt hat, ich bin wegen Christoph Möllers da, aber dieser Gast wird sicher am Ende des Abends sagen, es war rund, es war gut, bin ich ganz, ganz sicher. Christoph Möllers hat sich gestern verletzt und konnte nicht in den Flieger steigen. Also höhere Gewalt. Und wir finden es schade, aber ich bin ganz, ganz sicher, vor allem nach diesem langen, tollen Vorgespräch, dass wir ganz viel lernen, ganz viele Perspektiven bekommen auf den Rechtsstaat, die uns bereichern und die uns nicht nur einen unterhaltsamen, sondern auch einen sehr informativen Abend bieten werden. Mein Name ist Stefan Mayer, ich bin der Salongastgeber und auch der Wirt des Café Luitpold und freue mich, dass Sie da sind. Obwohl der Sommer angefangen hat. Ich habe mir gewünscht, dass es heute Abend regnet. Fast eingetreten, damit Sie hier nicht so leiden und dass Sie auch nicht in den Biergarten gehen müssen, sondern hier sein können. Schön, dass Sie dem gefolgt sind. Ich darf ganz kurz noch Carsten Fischer zu Ihrer linken Seite vorstellen, bevor du dann wahrscheinlich, das haben wir jetzt gar nicht besprochen, aber Jens Kersten vorstellst. Ja, Carsten Fischer ist für alle Stammgäste, und da sehe ich hier einige, nicht zum ersten Mal hier. Er hat schon viele tolle Salons moderiert, aber auch einen als Protagonist sozusagen mit Peter Felixberger zum Thema Kalter Frieden auch inhaltlich sehr stark bereichert. Er ist Lehrstuhlinhaber an der LMU für politische Theorie, also der Mann fürs Normative. Insofern auch perfekt geeignet, Jens Kersten heute Abend so ein bisschen zu challengen. Er ist aber nicht nur Politikwissenschaftler, sondern auch Jurist und Philosoph und hat, wie ich spannenderweise erfahren habe, mit Jens Kersten nicht nur in Bonn, sondern glaube ich in Berlin studiert. Also die beiden kennen sich seit langer Zeit und wurden zufällig nach München relativ zeitnah, unabhängig voneinander natürlich, berufen. Und ja, ansonsten will ich zu Carsten Fischer sagen, dass er nicht nur in München aktiv ist, er ist auch an der WHU, an der Zeppelin-Universität in Friedrichshafen als Lehrender unterwegs, ist in ganz vielen interessanten Boards, wo er seine Sicht der Dinge kundtut und hat auch, wenn man ihn googelt, ganz aktuelle Themen wie zur AfD oder anderen, ganz tolle Meinungen, die er gut erklärt und den Rechtsstaat sozusagen uns allen näher bringt. Aber ich will gar nicht viel reden, sondern übergebe den Stab und auch heute wieder, wie immer, sind Sie eingeladen, schon jetzt. Wir haben im Vorfeld, dadurch, dass wir jetzt keine Dreierkonstellation haben, ausgemacht, dass die beiden auch abhängig von ihren Gesichtern, von der Spannung ihrer Konzentration, vielleicht diese Regel der eine Stunde auf dem Panel und dann erst die Fragen vielleicht ein bisschen auflockern. Lange Rede, kurzer Sinn, Sie haben es auch im Griff, wie wir den Abend gestalten und sind schon jetzt eingeladen, Ihren Beitrag zu leisten. Herzlichen Dank, viel Spaß, viele Fragezeichen und bis nachher. Ja, meine Damen und Herren, auch von meiner Seite aus herzlich willkommen zu diesem Salon Luitpold und schön, dass Sie hier sind. Man könnte den Einleitungsworten von Stefan Mayer noch die selbstironische Wendung geben, dass es ursprünglich die Idee des Abends war, dass ich als Politikwissenschaftler eine Diskussion zwischen zwei Juristen moderiere und die beiden sozusagen ein bisschen aufeinander hetze und unterschiedliche Sichtweisen herausbekomme.
Nun ist das eben aufgrund der Verletzung von Christoph Möllers leider so nicht möglich. Und der Nachteil und das größte Problem, abgesehen von der Abwesenheit von Christoph Möllers, ist, dass Sie jetzt vielleicht ein bisschen mehr von mir auch hören müssen, als das eigentlich gedacht war. Aber trotzdem ist die eigentliche Idee noch die gerade genannte. Und insofern freue ich mich sehr, Ihnen nun Jens Kersten vorstellen zu dürfen, der Inhaber des Lehrstuhls für öffentliches Recht und Verwaltungswissenschaften hier an der LMU in München ist und zusätzlich Mitglied des Rachel Carson Centers. Er hat sehr vielfältige Arbeitsschwerpunkte, die natürlich das Staats- und Verwaltungsrecht umfassen, wie sich aus der Denomination seines Lehrstuhls ergibt, aber auch das Europarecht und dann vor allen Dingen auch so moderne Themen wie Biomedizinrecht, Digitalisierung, Demografie und Arbeitsrecht. Und auf einige dieser Aspekte wollen wir heute Abend auch kommen. Seine Vielfältigkeit und Vielseitigkeit und Produktivität sieht man, ja, das musst du jetzt auch ertragen, sieht man auch daran, dass er seit seiner Habilitationsschrift nicht weniger als 5 weitere Bücher publiziert hat. Die Habilitationsschrift beschäftigte sich mit dem Klonen von Menschen, eine Verfassungs-, Europa- und völkerrechtliche Kritik. Danach hat er dann einen Band vorgelegt, zusammen mit Claudia Neu und Bernhard Vogel, über Demografie und Demokratie. Schließlich 2012 einen Band Neues Arbeitskampfrecht über den Verlust institutionellen Verfassungsdenkens. Und Sie hören ja aufmerksam zu und merken deshalb, wieso ich diese Titel nenne. Sie werden alle heute Abend irgendwie relevant werden. Im Jahr 2014 dann hat er ein Band präsentiert, das Anthropozän-Konzept. Da geht es also um die Umweltproblematik und ihre weiteren Zusammenhänge. Im Jahr 2017 dann ein besonders beachtetes Buch über Schwarmdemokratie, der digitale Wandel des liberalen Verfassungsstaats. Und jüngstens dann ebenfalls 2017 Arbeit 4.0, Arbeitsbeziehungen und Arbeitsrecht in der digitalen Welt, zusammen mit Richard Giesen. Also, er schaut immer sehr genau nach, wie der Verfassungsstaat und die Rechtsfragen sich in der gesellschaftlichen Wirklichkeit denn gerade darstellen. Und genau darüber wollen wir heute sprechen. Denn auf den ersten Blick ist unser Thema ja ein vollkommen unproblematisches Thema, ein selbstverständliches Thema, man könnte auch sagen, ein Wohlfühlthema. Und das ist ja auch gut so und beruhigend so. Wir sind uns unseres Rechtsstaates glücklicherweise recht sicher. Wir verwenden die Rede von der Bundesrepublik Deutschland als einem demokratischen Rechtsstaat geradezu synonym, vollkommen selbstverständlich. Und insofern ist das heute erst einmal kein aufregendes Thema, was ja auch in der heutigen Zeit nicht das Schlechteste ist. Aber wenn wir dem Salon heute den Titel Gigant in Gefahr, Fragezeichen gegeben haben, dann deshalb, weil man ja doch auch einige Phänomene beobachten kann, die man mit Sorge zur Kenntnis nehmen muss und die Anlass geben zu fragen, welche Zukunft der Rechtsstaat haben wird, haben kann und haben sollte. So gibt es rund um uns herum in Europa eigentlich auch die sehr gute Entwicklung, dass seit den friedlichen Revolutionen von 1989-90 die Rechtsstaatlichkeit sich über den europäischen Kontinent ausgebreitet hat. Aber seit einigen Jahren sehen wir auch Infragestellungen dessen. Insbesondere in den Transformationsgesellschaften, jüngst in Polen und Ungarn, sind die Verfassungsgerichtsbarkeiten stark unter Druck geraten seitens der Politik. Und am Rande Europas in der Türkei haben wir gerade ein besonders eklatantes Beispiel gehabt, wie man mit Verfassungsmanipulation Politik machen kann. Aber auch bei uns gibt es immer stärker auch Kritik an Verrechtlichungstendenzen, an zu viel Rechtsstaatlichkeit, an zu viel Einfluss, speziell von Verfassungsgerichtsbarkeit, vielleicht ganz allgemein des Rechts und offene Infragestellungen, zumindest des Europäischen Gerichtshofs. Und über all diese Fragen wollen wir also nachdenken und eine Bestandsaufnahme machen. Wenn wir über dieses Thema sprechen, müssen wir aber zunächst einmal vielleicht klären, was wir darunter verstehen. Denn der Begriff Rechtsstaat, Rechtsstaatlichkeit,
ist ja nun durchaus deutungsoffen und nicht ganz klar definiert. Bei Immanuel Kant heißt das in den metaphysischen Anfangsgründen der Rechtslehre noch ganz umstandslos, der Staat sei eine Vereinigung von Menschen unter Rechtsgesetzen. Ja, soweit, so gut. Aber was heißt das denn konkret, speziell aus der Sicht eines Juristen, wenn es mehr sein soll als eine Formel? Was macht dann wirklich den Markenkern gewissermaßen des Rechtsstaats aus? Ja, ich glaube, hört man das? Ja. Ich glaube, der Punkt ist, wie idealistisch man ansetzt. Und wenn man, das ist so ähnlich wie mit der Demokratie, wie mit dem Rechtsstaat, wenn man zu idealistisch ansetzt, dann wird man umso stärker enttäuscht, wenn man auf den Rechtsstaat schaut. Also es gibt das Wort von Bärbel Bohley, wir wollten Gerechtigkeit und haben den Rechtsstaat bekommen. Und vor dem Hintergrund sieht man, dass die Erwartungen an das, was Rechtsstaatlichkeit ist, sehr unterschiedlich sind von Bürgerinnen und Bürgern. Die einen stellen sich ein formales Verfahren, eine geregelte Lebenswelt vor, die anderen haben schon eher das, was man vielleicht schon eine überschießende Innentendenz nennen könnte, nämlich in Richtung einer gerechten Ordnung. Wahrscheinlich hängen die beiden Punkte zusammen, aber es ist ein so oder so relativ idealistisches Konzept. Und ich drehe das immer gerne um und sage, wir sind nicht ein Rechtsstaat, weil bei uns eben gerade alles in Ordnung ist, sondern, das ist meistens ja, sagen Diktaturen, bei ihnen ist alles in Ordnung, sondern ich würde es umdrehen und würde sagen, wir sind eigentlich ein Rechtsstaat, weil wir mit Unrecht rechnen. Wir kennen nicht nur Menschen, die Macht haben und bereit sind, diese Macht zu missbrauchen, sondern wir kennen vor allem auch uns selbst als Bürgerinnen und Bürger. Und obwohl wir da immer denken und auch hören, dass Bürger und Bürger, Bürgerinnen und Bürger nette Menschen sind, müssen wir ja einfach sagen, das ist ja nicht immer so. Und vor dem Hintergrund ist es, glaube ich, eher diese etwas realistischere Einschätzung, dass wir in der deutschen Geschichte Unrechtssysteme hatten, obrigkeitsstaatliche Systeme hatten, dann den Versuch einer Demokratie, dann ein ganz extremes Unrechtssystem, dass unsere Vorstellungen von Rechtsstaatlichkeit eher geprägt sind von Unrechtserfahrungen, die wir heute auch im Grundgesetz praktisch als Erfahrungen mit aufheben. Ja? Und von daher das Ganze eher vielleicht über diese eher etwas realistischere Begrifflichkeit prägen, bevor man überhaupt jetzt über die Verfassung selbst nachdenkt. Gut, jetzt hast du aber mit Realismus bereits ein schönes Stichwort gegeben und Bärbel Bohleys berühmtes Zitat gebracht. Genau da kann man ja vielleicht mal weitermachen. Ist es nicht schon ein Problem von Rechtsstaatlichkeit, wenn man diesen Kontrast überhaupt aufmachen kann? Denn das, was die Leute in erster Linie verlangen von der Regelung gesellschaftlichen Zusammenlebens, ist Gerechtigkeit. Und wenn man ihnen jetzt erklären muss, Frau Bohley und anderen erklären muss, dass der Rechtsstaat etwas anderes ist, dass der Rechtsstaat vielleicht wichtigere Aufgaben hat, jedenfalls andere Aufgaben hat als die Herstellung von Gerechtigkeit, riskiert man dann nicht bereits schon ein Legitimitätsdefizit? Ist das vielleicht auch ein Teil des Problems, dass der Gigant in Gefahr gerät? Ja, ich denke, der Punkt ist ja der, dass man sich im Vergleich jetzt zum Demokratieprinzip mit dem Rechtsstaatsprinzip so ein bisschen Schwerpunkt tut, da wirklich den Punkt zu finden, aus dem man das entwickeln kann. Ne? Also bei der Demokratie ist es die Idee von Volkssouveränität oder heute würde das Bundesverfassungsgericht sagen, die Idee des Rechtes jeder Bürgerin und jedes Bürgers auf Demokratie. Bei dem Rechtsstaat oder Rechtsstaatsprinzip ist es schon so, das ist eher so ein zusammengesetztes Prinzip. Zwar gibt es ja diese Formel, dass der Rechtsstaat eben the rule of law and not of man ist, aber auch das ist ja eigentlich schon, wie soll ich sagen, etwas euphemistisch, denn natürlich bleiben auch im Rechtsstaat Menschen in politisch legitimierten Entscheidungspositionen erhalten, die auch Politik machen, die dann wiederum nur rechtlich reguliert ist. Und von daher ist das Rechtsstaatsprinzip eher so eine Art Komposition. Ja? Also wir finden es als Begriff, wenn wir jetzt mal ins Grundgesetz reinkommen, gar nicht bei den Staatsfundamentalnormen in dem Artikel 20, wo drin steht, dass wir ein Bundesstaat sind, Sozialstaat sind, der Demokratie sind, sondern da taucht das eher indirekt auf. Wir haben es erst dann in, wenn Sie so wollen, ja, Brückenregelungen zu den Ländern oder zur Europäischen Union, da wird gesagt, da taucht der Begriff des Rechtsstaats überhaupt erst auf.
im Grundgesetz, im Artikel 20, also in der zentralen Staatsfundamentalnorm, da steht drin, da zitiert man eben den Artikel 20 Absatz 3 des Grundgesetzes, wo dann eben drin steht, dass prinzipiell der Gesetzgeber an die Verfassung und dann die Exekutive und die Judikative an Gesetz und Recht gebunden sind. Aber auch das ist nicht allein der Rechtsstaat, sondern wir haben noch weitere Regelungen. Wir haben dann den Artikel 1 Absatz 3 Grundgesetz, der sagt, die ganze Staatsgewalt ist an die Grundrechte gebunden. Wir haben dann nicht nur die ganzen Grundrechte, sondern um den Rechtsstaat operationabel zu machen, brauchen wir eine der Königsnormen des Grundgesetzes, das Gebot des effektiven Rechtsschutzes, dass sie mit jeder Behauptung von der öffentlichen Gewalt in ihren Rechten beeinträchtigt zu sein, vor Gericht gehen können. Aber das reicht natürlich auch nicht. Sie brauchen dann natürlich die Unabhängigkeit der Justiz. Sie brauchen einen Instanzenzug. Und hier sehen Sie, also ich kann das noch fortsetzen, mit Gewährleistung von Freiheit, Justiz, Gewährleistungsrechten und so weiter und so fort, haben wir so ein ganzes Ensemble von Regelungen, die diesen Rechtsstaat konstituieren. Und letztlich ist das ein zusammengesetztes Prinzip. Ja, also das ist aus verschiedenen Punkten zusammengesetzt und es wird zusammengehalten letztlich durch das Demokratieprinzip. Denn der Rechtsstaat und die Demokratie, da können wir vielleicht gleich nochmal drüber reden, lassen sich eben gerade nicht trennen. Was wiederum Folgen hat für die Situation in Osteuropa, den Rechtsstaat einer illiberalen Demokratie kann es gar nicht geben, obwohl die autoritären Präsidenten, die sagen, wir sind eine illiberale Demokratie, wir gewährleisten aber Rechtsstaatlichkeit, das passt so nicht zusammen. Das heißt also mit der langen Rede kurzer Sinn, das Rechtsstaatsprinzip ist ein Prinzip, das vielfältige Gewährleistungen im Grundgesetz miteinander verbindet und nicht nur Regelungen, die im Grundgesetz ausdrücklich drinstehen, sondern auch solche, die wir praktisch erst erfunden haben. Aus dem Rechtsstaatsprinzip dann heraus, zum Beispiel der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz, der steht entwickelt vom preußischen OVG, der steht nicht im Grundgesetz drin, den haben wir aus einer Mischung von Grundrechtsschutz und Rechtsstaatlichkeit entwickelt, dass eine Norm vorhersehbar sein soll, dass sie klar sein soll, auch das steht nicht im Grundgesetz drin, auch das ist schon wieder Auslegung des Prinzips und hier sehen wir die ganze Vielfalt, also was man braucht, man könnte sagen, an rechtlicher Infrastruktur, um Rechtsstaat zu sein. Es ist weit weniger an Regelungen, als zum Beispiel eine Demokratie zu konstitutionalisieren, also Wahlrecht. Es gibt viele Regelungen, aber wir brauchen beim Rechtsstaat sehr viel mehr. Das ist ja ein ganz interessanter Einblick auch in die Entstehung des Grundgesetzes offenbar. Also in Artikel 20 Absatz 3 heißt es, die Gesetzgebung ist an die verfassungsmäßige Ordnung, die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung sind an Gesetz und Recht gebunden. So. Und da ist überhaupt nicht die Rede von Rechtsstaatlichkeit. Das kommt dann 8 Artikel später, in Artikel 28 Absatz 1, da ist es dann, die verfassungsmäßige Ordnung in den Ländern muss den Grundsätzen des republikanischen, demokratischen und sozialen Rechtsstaates im Sinne dieses Grundgesetzes entsprechen. Haben die Eltern des Grundgesetzes dann erst 8 Artikel später gemerkt, was Sie in Artikel 20 so reingeschrieben haben? Oder wie soll man sich das von der Entstehungssystematik her vorstellen? Also ich denke, die Eltern des Grundgesetzes, für die war jetzt nicht nur aufgrund der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft und Erfahrung ganz klar, dass das ein Rechtsstaat werden sollte. Und man muss es auch sagen, von ihrer eigenen Prägung. Also denken Sie einfach, die meisten der Mitglieder des Parlamentarischen Rates sind im Kaiserreich geboren und das Kaiserreich, das war natürlich keine Demokratie, aber es war zweifellos ein Rechtsstaat, wenn sie nicht gerade Katholik oder Sozialdemokrat waren. Das heißt also, wir haben eigentlich in dieser Formulierung, die oft zitiert wird, des sozialen Rechtsstaats, das ist eigentlich so ein bisschen die Abbildung des Kaiserreichs noch. Ja? Also Sozialversicherung plus Rechtsstaatlichkeit als die zentralen Legitimationsquellen des Kaiserreichs, jedenfalls in der juristischen Perspektive, keine Grundrechtsgarantien, keine Rechtsgarantien, dass die Reichsverfassung von 1871 ein reines Organisationsstatut. Ja. Das heißt, diese rechtsstaatliche Prägung für jemanden wie Adenauer war selbstverständlich.
Ja, und da Adenauer auch Jurist war oder Carlo Schmitt natürlich auch, es waren ja eigentlich nur Juristen, die das Grundgesetz gemacht haben, sonst sähe es ja auch ganz anders aus, man würde es verstehen. Vor dem Hintergrund war das für die ganz klar, dass das eben ein Prinzip ist, das aus vielen unterschiedlichen Regelungen zusammengesetzt war. Das Neue, was die Verfassung eigentlich gebracht hat, wiederum mit den Grundrechten, also das Grundgesetz ist wiederum was ganz Altes, weil ein Großteil der Grundrechte, die natürlich in dem Grundgesetz drin sind, die haben wir natürlich von der Reichsverfassung von 1849, also aus der Paulskirchenverfassung, teilweise wortidentisch und dann teilweise wiederum wortidentisch mit der Weimarer Reichsverfassung. Das heißt, der Rezeptionsstrang, also wir haben so zwei Rezeptionsstränge im Hinblick auf das Rechtsstaatsprinzip. Einmal dieses Organisatorische, wir wollen klare Regeln haben. Das ist durchaus eine Sache, die hat auch das Kaiserreich gehabt. Und gleichzeitig haben wir dann noch eine andere, ja, also wenn Sie so wollen, 1849, 1919 und 1949, diese Konnotation mit dem, man glaubt es in Deutschland kaum, mit dieser revolutionären Vergangenheit, die eben uns den Rechtsstaat eben dann eben auch über Freiheitsrechte gebracht hat. Da sind wir bei dem 100-jährigen Jubiläum, was dieses Jahr so viel erwähnt wird. Aber dann vielleicht nach diesen wichtigen historischen und theoretischen Überlegungen noch mal konkreter zu dem Verhältnis zur Demokratie. Du hast gerade gesagt, dass beides nicht voneinander trennbar ist, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Und da könnte man einen weiteren großen Theoretiker, Philosophen zitieren, gerade hatten wir Kant. Georg Wilhelm Friedrich Hegel sagt in § 259 seiner Rechtsphilosophie, dass die politische Verfassung ewig aus dem Staat hervorgeht, wie er sich durch sie erhält. Es wird also offenbar als ein reziprokes Wechselverhältnis gedacht. Die Verfassung geht aus dem Staat hervor und der Staat erhält sich durch die Verfassung. Das kann man sich irgendwie so ein bisschen vorstellen wie die sich selbst zeichnenden Hände von Escher, wo die eine Hand die andere zeichnet. Oder wie muss man sich das jetzt konkret vorstellen? Als eine intellektuelle Konstruktion ist das natürlich interessant, aber macht das auch für die Praxis Sinn? Also man kann vielleicht, um das Verhältnis von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit zu erklären, einfach anfangen mit der Lektüre einfach des Grundgesetzes in der Präambel und dann, also mit der Präambel, also der ersten Regelung der Verfassung überhaupt auf der einen Seite und dann mit der letzten Regelung, mit dem 146 Grundgesetz. Und zwar, da steht letztlich die Idee drin, dass dieses deutsche Volk sich als Ausdruck seiner Selbstbestimmung dieses Grundgesetz gibt. Und hier haben wir den unmittelbaren Zusammenhang zwischen Demokratie und Rechtsstaat, nämlich die Demokratie muss sich selbst gestalten und das kann sie halt nur in der Form des Rechts. Und das Recht hat eben nur Legitimität, weil sie durch die Demokratie gestaltet ist. Letztlich kann man diese Form von Selbstreflexivität, das ist ein normatives, also dieser demokratische Gedanke, ist ein normatives Freiheitsverständnis. Nicht das Freiheitsverständnis, wir tun, was wir wollen, sondern da liegt ein Gedanke drin, den man bei Rousseau und wie bei Kant findet, nämlich bei Rousseau, frei ist, nach einem Gesetz zu handeln, das man sich selbst gegeben hat. Also da haben wir auch diese Verbindung zwischen der Freiheit, der individuellen oder kollektiven Freiheit und der Tatsache, dass man das nur die Selbstbestimmung in Gesetzesform tun kann. Und wir haben es natürlich im kategorischen Imperativ individuell bei Immanuel Kant auch. Das sind ja zwei Vorstellungen von Selbstgesetzgebung zur Begründung von Freiheit. Und diesen Gedanken finden wir am Beginn des Grundgesetzes. Und am Ende des Grundgesetzes heißt im 146, dass die Geltung dieses Grundgesetzes an dem Tag aufhört, an dem sich das deutsche Volk in freier Selbstbestimmung selbst wiederum eine neue Verfassung gibt. Das heißt, hier haben wir diese Verbindung unmittelbar. Zugleich ist es so, dass wir natürlich, wenn wir die Verfassung uns anschauen, wir sie als eine demokratisch legitimierte Verfassung verstehen, die allerdings in Gesetzesform von sich geht. Das heißt, diese Verbindung von Demokratie, die eine rechtliche Form braucht, und die rechtliche Form, die wiederum demokratisch legitimiert sein muss, das ist eben nicht zu trennen. Und deswegen kann es eben keine undemokratischen Rechtsstaaten geben.
Sie können höchstens das in einem funktionellen Sinne sagen, dass selbst natürlich der Diktator, wenn er will, dass seine Befehle befolgt werden, einen klaren Befehl halt geben muss, der erwartbar ist. Ja, aber über diese funktionelle Betrachtung hinaus gibt es das einfach nicht. Also wir haben den unmittelbaren reziproken Zusammenhang. Und das ist dann, wenn man das jetzt nochmal mit einem anderen Begriffspaar versucht zu erklären, auch der Unterschied zwischen der Rule of Law und dem Ruled by Law. Ja, die Rule of Law ist eine, dass wir uns, also ist die Verbindung von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Das geht nicht auseinander. Es gibt allerdings dann jenseits des Nationalstaats oder jenseits der Verfassungsstaaten in der Europäischen Union oder im internationalen Bereich natürlich auch Rechtsregeln, die allerdings nicht in der gleichen Weise demokratisch legitimiert sind. Und da würde man sagen, wir sind ruled by law. Ja? Wir können froh sein, dass es überhaupt da Rechtsregeln gibt, ja, die auch in der Europäischen Union durchaus eine demokratische Legitimation haben, nicht vergleichbar mit der des Nationalstaats, aber auf jeden Fall haben sie das. Aber jenseits der Europäischen Union ist es einfach so, da können wir froh sein, dass wir verlässliche Regeln haben, auf die wir uns verlassen können, aber wir haben keine Rule of Law in diesem Bereich. Zwar ist die Völkerrechtstheorie geht hin und sagt, wir konstitutionalisieren immer mehr das Völkerrecht, wir versuchen es zu machen wie eine Verfassung, aber das verblasst dann, oder da ist der Verfassungsbegriff schon sehr abgeblasst. Also genauso gut können Sie sagen, auch eine Aktiengesellschaft oder eine GmbH hat eine Verfassung, aber das ist nicht dieser jedenfalls emphatische Begriff von Verfassung, in der die Rechtsstaatlichkeit auf der einen Seite und die Demokratie untrennbar miteinander verbunden sind. Aber klingt das nicht ein bisschen zu glatt? Schließlich begrenzt der Rechtsstaat ja auch die Demokratie. Also konkret Artikel 79 Absatz 3 nennt einige Dinge, die nicht demokratisch änderbar sind, wie zum Beispiel die föderale Ordnung der Bundesrepublik Deutschland. Die muss man jetzt ja aber nicht notwendigerweise gleich für eine Voraussetzung des Menschenwürdeschutzes ansehen. Frankreich kennt überhaupt gar keinen Föderalismus, nicht einmal andeutungsweise, niemals in der eigenen Geschichte. Und trotzdem ist Frankreich eine funktionierende Demokratie mit Menschenrechtsschutz. Warum also nimmt sich der bundesrepublikanische Rechtsstaat heraus, uns zu verbieten, auf demokratischem Wege zu entscheiden, dass Deutschland effizienter als mit diesem streitsüchtigen Föderalismus demnächst mit der Bundeshauptstadt, sagen wir Ismaning, zentralistisch regiert wird? Ja, das ist natürlich in Bayern immer und vor allem in München eine sehr problematische Frage. Vor allem, wenn man, wie ich, kein Dialekt spricht, da muss man sich so ein bisschen zurückhalten im Hinblick auf die Frage, wie sieht das aus mit der Abspaltungsmöglichkeit Bayerns und aber um es vielleicht so zu erklären, in der Weimarer Reichsverfassung gab es diese sogenannte Ewigkeitsgarantie nicht. Das heißt, die herrschende Meinung unter den Juristinnen und Juristen in der Weimarer Reichsverfassung war, man kann auf legalem Wege durch eine Zweidrittelmehrheit prinzipiell diese ganze Verfassung aufheben. Ja, man kann aus der demokratischen Verfassung ein Präsidialsystem machen oder auch eine Diktatur, ohne dass es da irgendeine Form von Schranke gibt. Das Grundgesetz hat gesagt, vor diesem Hintergrund, dass das dann zwar nicht rechtmäßig, aber dann nach 1933 eben doch passiert ist, dass die Verfassung, oder eigentlich schon 1929, dass die Verfassung ausgehebelt wurde, zunächst durch die Präsidialsysteme und Kabinette Brünings und Hindenburgs und dann natürlich ab 1933, spätestens dem Ermächtigungsgesetz, dass wir zwei Dinge tun, und das macht der 79. Wir sichern erstens den Text der Verfassung. Jede Änderung der Verfassung muss prinzipiell im Verfassungstext selbst erscheinen. Das war auch nicht notwendig nach der Weimarer Verfassung. Da konnten Sie mit einer entsprechenden Mehrheit, wenn Sie die Gewerbeordnung geändert haben und wollten von der Verfassung abweichen, wenn Sie eine Zweidrittelmehrheit haben, konnten Sie das machen. Das heißt, der Verfassungstext des Gesetzes war nicht unverbrüchlich. Und damit hat das Grundgesetz zunächst mal dem 79 aufgeräumt. In der formellen Hinsicht sollen Sie, wenn Sie das Grundgesetz im Netz aufrufen oder das Gesetz aufschlagen, sollen Sie wissen, das ist jetzt der Verfassungstext. Das war weder bei der Reichsverfassung so,
noch bei der Weimarer Reichsverfassung. Und das andere ist der 79 Absatz 3, diese Ewigkeitsgarantie, die eben besagt, dass man eben die Verfassung nicht ändern kann in Form eines Gesetzes, wenn man Artikel 1, also die Menschenwürdegarantie und die grundsätzliche Bindung an die Grundrechte, und Artikel 20, also die Staatsfundamentalnormen ändert, plus noch das föderale Prinzip. Ja, das ging damals nicht anders, denn die Alliierten wollten das so. Ja, und es hätte auch nicht unserer Verfassungstradition entsprochen. Dies heißt nicht, dass man das nicht aufheben kann, denn diesen Weg deutet der 146. Wenn das Volk der Bundesrepublik Deutschland diese Verfassung nicht mehr möchte, kann es sich in freier Selbstentscheidung eine neue Verfassung geben. Oder beispielsweise, das deutet das Bundesverfassungsgericht in seiner Lissabon-Entscheidung an, für den Fall, dass wir in einem europäischen gesamten Staat aufgehen wollen, diesen Weg wählen. Hier beugt das Grundgesetz durch diese Regelung sogenannten Geburtsmakeltheorien neuer Verfassungen vor, indem es diese Überleitungsvorschriften, die allerdings sehr umstritten sind, vorsieht. Das heißt, wir können vollkommen anders leben, wir können auch vollkommen die Verfassung ändern, nur müssen wir dann eine Revolution machen. Da sind wir halt nicht so stark, aber das liegt, also die Franzosen würden es problemlos schaffen, aber wir halt nicht. Ich wollte nur mal betonen, dass ich natürlich nicht die bayerische Abspaltung jetzt thematisieren wollte, sondern im Gegenteil, die Integration Deutschlands von Ismaning aus. Aber Spaß beiseite, wir lernen also bis hierhin daraus, dass die Rekapitulation bestimmter historischer Lerneffekte erklärt, warum die Verfassung bestimmte Dinge so regelt, wie sie regelt. Aber das Problem des Spannungsverhältnisses von Rechtsstaatlichkeit und Demokratie würde ich schon gerne noch einmal anfragen, weil es ja nicht nur in abstrakten Verfassungsnormen besteht, wie du sie gerade erläutert hast, sondern weil es auch ein ganz aktuelles Thema ist. Die Lissabon-Entscheidung ist zitiert worden und wir hatten ja vor 2 Jahren die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs, dass auch diejenigen Mitgliedstaaten der Europäischen Union, die das nicht politisch für opportun halten, sich an der Verteilung von Flüchtlingen auf ihre Länder beteiligen müssen, dieser Verteilung zustimmen müssen. Das hat dann einen prominenten deutschen Politiker namens Alexander Gauland dazu geführt, zu sagen, diese Staaten sollten sich nicht dem Brüsseler Diktat beugen, sondern sich auf ihre demokratischen Mehrheiten besinnen und dementsprechend die Politik über dieses als Diktat empfundene Recht stellen. Also offenbar haben wir hier ein ganz aktuelles Problem des Spannungsverhältnisses von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Wie lässt sich damit umgehen? Ja, also ich denke, man muss hier so ein bisschen unterscheiden. Ich glaube, das Problem liegt nicht in dem Spannungsverhältnis zwischen Demokratie und Rechtsstaatlichkeit, sondern in der Frage, wie in diesem Spannungsverhältnis Politik gemacht wird. Ja, und da will ich überhaupt nicht bestreiten, und es gehört ja einfach auch zum realistischen Blick dazu, dass gerade wenn es um die Demokratie geht, wir wahrscheinlich in vielen Fällen sagen würden, das sollte mal lieber die Politik entscheiden und dann nicht vielleicht das Bundesverfassungsgericht. So könnte man es ja auch zuspitzen. Viele Fragen werden von der Politik einfach funktional, weil man sich nicht einigen kann, nach Karlsruhe getragen. Wolfgang Schäuble hat es jetzt zum 70. Geburtstag des Grundgesetzes gesagt, man dürfte gar nicht so oft diesen Weg gehen nach Karlsruhe. Und da kann ich nur sagen, Wolfgang Schäuble, dann geh ihn nicht. Mach Politik. Ja, das ist immer so ein Punkt, wo man halt schlicht und ergreifend sagen muss, wenn ihr Politik machen wollt, hindert das niemanden. Wenn aber jemand dann nach Karlsruhe gehen will, dann ist es eben Teil des Rechtsstaats, Gesetze dort überprüfen zu lassen. Aber das ist eine Frage des politischen Stils, ja, der auch wiederum korrespondiert natürlich mit der Frage, wie gerne oder nicht gerne man in Karlsruhe Gesetze kontrolliert. Und das muss man natürlich jetzt auch sagen, das macht man schon sehr gerne. Das hat sich bei uns in der Rechtskultur so entwickelt. Gleichzeitig ist es ja aber auch, wenn man das wieder auf die Rechtskultur, Verhältnis, Politik zwischen Demokratie und Rechtsstaat sich anschaut, ein bisschen bezeichnend vielleicht für Deutschland, dass eigentlich die unumstrittenste Verfassungsinstitution in dieser Republik ein Gericht ist.
Ja? Und dass dieses Gericht teilweise, heute ist das problemlos möglich, einfach durch die Koordination über das Internet, im Hinblick beispielsweise auf Entscheidungen mit Blick auf die Eurozone 38.000 Verfassungsbeschwerden in einer Sache haben. Also das sind fast, also es ist kein Plebiszit, ja, aber das ist jetzt schon, zeigt schon an, dass wir andere Wege der Politik suchen, als jetzt vielleicht das in England oder in Frankreich möglich wäre. Also wir haben diese ganz starke Justizorientierung in der Politik auf die eine oder andere Art und Weise. Das kann man nun kritisieren, Herr Schäuble hat es gemacht, und dann kann man nur sagen, dann ändert das. Ihr müsst da nicht hin. Ja? Lasst es doch stehen. Aber das passiert natürlich immer nur dann, also man rät ja immer nur der Opposition dazu, eben auf eine Normenkontrolle zu verzichten. Oder das. Aber wenn man in der Opposition ist, dann nicht mehr. Wir haben diese Option. Vielleicht ist Politik bei uns so ein bisschen überreguliert. Das ist eine Kritik, die kommt immer wieder, aber vielleicht ist das auch, das kann man sagen, einfach auch so ein bisschen unsere Kultur, die wir ausgebildet haben, die wir aber auch ändern können. Ich finde das ganz interessant, dass ausgerechnet Juristen diese Entwicklung ganz gerne kritisieren. Und jetzt können wir an dieser Stelle Christoph Möllers noch zitieren. Der hat vor einigen Jahren mit einigen Kollegen zusammen einen Band herausgegeben oder publiziert, geschrieben, mit dem Titel Das entgrenzte Gericht. Das war sozusagen eine Anti-Festschrift für das Bundesverfassungsgericht, wenn man so will, wo vieles von dem angeklungen ist, was Jens Kersten gerade gesagt hat. Aber könnte man das nicht auch anders sehen? Könnte man nicht auch sagen, das Gericht macht das nicht nur dann ganz gerne, wenn es nun mal zu der Arbeit aufgefordert ist, sondern diese ganze Entwicklung ist von Gerichten ausgegangen. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts gab es eine berühmte Entscheidung namens Marbury versus Madison im Supreme Court der USA. Und da hat der Supreme Court sich selber den sogenannten Judicial Review zugeschrieben, also die Aufgabe, politische Entscheidungen am Maßstab der Verfassung zu überprüfen. Und seither kann man, cum grano salis, die Geschichte der Rechtsstaatlichkeit auch als immer weitere Ausgestaltung dieses Judicial Review lesen. In der Bundesrepublik Deutschland ist das mit dem Bundesverfassungsgericht regelrecht institutionalisiert worden, ich glaube auch auf ziemlich einzigartige Weise institutionalisiert worden, aber sogar unter völlig anderen verfassungsrechtlichen Voraussetzungen, nämlich in Israel, die gar keine Verfassung im Sinne unseres Grundgesetzes ja haben, kennen, funktioniert es ähnlich. Sogar im Fall der Volksrepublik China hat sich der oberste Volksgerichtshof vor einigen Jahren, ich glaube 2007 war das, mal ein solches Recht herausgenommen und sich erlaubt, einen Fall mit Bezug auf die Verfassung zu entscheiden. Das hat dazu geführt, dass die Richter ausgewechselt wurden und man nie wieder was über ihren Verbleib erfahren hat. Aber das Gericht hat zunächst einmal so votiert. Will fragen, ist das nicht irgendwie einfach auch ein Ergebnis sozialer Evolution? Ist es nicht vielleicht gerade eine gute Strategie für immer komplexere, pluralistischere Gesellschaften, die immer weniger Gemeinsamkeiten haben, zu sagen, wir finden keine politische Basis. Wir hatten mal 3 Parteien, jetzt haben wir 6. Ist es dann nicht naheliegend zu sagen, okay, wenn es keine Einigung gibt, möge Karlsruhe entscheiden, und die Tatsache, dass es dann nach Verfassungskonformität entschieden wird, ist dann eben der kleinste gemeinsame Nenner, auf den man sich einigen kann. Kann man das nicht auch so sehen? Oder warum ist ausgerechnet der Jurist gegenüber einer solch verfassungsfreundlichen Interpretation so skeptisch? Ja, das ist jetzt eine sehr komplexe Frage. Also wenn man anfängt mit dieser Entscheidung Marbury versus Madison, also da geht es um die Frage, ob ein Verfassungsgericht oder die Gerichte überhaupt Gesetze, die der Gesetzgeber gemacht hat, an der Verfassung überprüfen dürfen. Da geht es also um die Frage des Vorrangs der Verfassung, also um die Frage, die dieser Artikel 20 Absatz 3 regelt, die also sagt, der Gesetzgeber ist an die Verfassung gebunden. In diesem Streit liegt natürlich ein ganz elementarer Streit zwischen der Gewaltenteilung. Wer hat in diesem Fall, wenn es um den Verfassungsverstoß geht, den Vorrang? Ja, der Gesetzgeber,
ist er derjenige, der die Verfassung interpretiert und dann vielleicht einen Fehler macht, aber das ist dann seine Interpretation, oder ist es das Verfassungsgericht? Und seit Marbury versus Madison ist es halt so, dass man eigentlich sagt, dass dieser Vorrang der Verfassung und damit die Normativität der Verfassung nur dann gewahrt werden kann, wenn eben ein Gericht darüber entscheidet. Die Frage, warum man jetzt da zurückhaltend, oder die Frage nach der Bedeutung des Bundesverfassungsgerichts kann man vielleicht so in zwei Punkten anschauen. Nach dem Krieg, ja, war das Bundesverfassungsgericht die einzige Institution, das einzige Verfassungsorgan in Deutschland, in dem jedenfalls keine Mehrheit von ehemaligen Parteigenossen gesessen haben. Ja, das heißt, wir haben hier ein Gericht, das dezidiert eine Verfassungsinstitution, die auch in personeller Hinsicht dezidiert demokratisch war. Und ohne das Bundesverfassungsgericht in dieser Anfangszeit, ja, hätten wir es schwerer auch gehabt, eine demokratische Gesellschaft zu werden, weil das Bundesverfassungsgericht hingegangen ist und gesagt, die Grundrechte, das sind nicht nur Abwehrrechte gegenüber dem Staat, sondern die gelten mittelbar auch unter Privatpersonen. Das heißt, das Gericht hat unsere Gesellschaft mit demokratisiert. Also was gemacht, was in USA oder in England gang und gäbe ist. Dann hat sich das gewandelt. Das Gericht ist heute innenpolitisch nicht mehr so wichtig, ja, wie es in den 50er und 60er, 70er Jahren war. Sondern heute ist diese Entwicklung so ein bisschen zurückgegangen im Hinblick auf die Frage Demokratisierung der Gesellschaft. Wir sind eine demokratisierte Gesellschaft. Wenn man Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts hat, die ändern heute unsere Privatrechtsordnung, unsere Strafrechtsordnung nicht in dem Maße mit der Qualität, wie das noch in den 50er und 60er Jahren der Fall war, wo ja dieses ganze Privatrecht und Strafrecht noch aus einer ganz anderen Zeit kam. Heute ist das Bundesverfassungsgericht und insofern der Titel entgrenztes Gericht ist ja vielleicht, ganz gut gewählt, hat heute eine über Deutschland hinausgehende Bedeutung, gerade was die europäische Integration angeht. Ich würde sagen, es ist das wahrscheinlich mächtigste Verfassungsgericht, also jetzt klingt es ein bisschen seltsam, aber wahrscheinlich dieser Erde. Ja, selbst der US Supreme Court hat nicht die außenpolitische Bedeutung, die ein Ruling des Bundesverfassungsgerichts hat. Warum ich aber trotzdem vor dem Hintergrund dieser Geschichte, Erfolgsgeschichte, so ein bisschen zurückhaltend bin, gerade wenn du sagst, das Bundesverfassungsgericht ist ein Gericht, das in der pluralistischen Gesellschaft befriedend wirkt, das den Ausgleich stiftet, dann ist das eine Denkfigur, die ganz klassisch eigentlich die sogenannte pouvoir neutre ist, ja, die neutrale Gewalt. Und das ist eigentlich immer eine politische Gewalt, die neutrale Gewalt. Ja, also der Kaiser, der Reichspräsident, das Bundesverfassungsgericht. Ja, und vor dem Hintergrund möchte ich eigentlich nicht, also das ist ganz jetzt dogmatisch, sehr problematisch, ob wir unter dem Grundgesetz überhaupt eine pouvoir neutre haben. Teilweise hat das Bundesverfassungsgericht mal selbst gesagt, um von sich abzulenken, das sei doch der Bundespräsident. Aber das war einer, der hat die ganze Zeit nur Lieder gesungen. Und da kann man von einem, der Lieder singt, nicht sagen, er ist eine pouvoir neutre. Ja, das geht nicht. Und vor dem Hintergrund diese Ausgleichsfunktion, die das Gericht auf jeden Fall hat, ja, aber so zu überhöhen, dass es fast in den Zug einer neutralen Gewalt kommt oder in dieser Traditionslinie steht, das ist so eine Sache, da würde ich einfach sagen, nee, es ist doch nur ein Gericht. Es soll Einzelfälle entscheiden. Es soll durchaus einen Impact haben auf unsere ganze Gesellschaft und auch meiner Ansicht nach ist es auch vollkommen okay mit Blick auf die Folgen für die Europäische Union und Integration, wo das Bundesverfassungsgericht eine sehr konstruktive Rolle spielt. Aber so als Ersatzkaiser sehe ich es einfach nicht. Also kein Ersatzkaiser und vor allen Dingen nicht eine Zivilreligion oder eine Quasi-Religion. Das ist die Botschaft. Noch etwas anderes möchte ich mal zwischendurch festhalten. Wir sehen wieder die Operation gewissermaßen, die gedankliche Operation, historisch zu argumentieren. Und konkret an der sogenannten Drittwirkung der Grundrechte, die Demokratisierungsfunktion zu betonen. Das hast du gerade gemacht. Also die Grundrechte gelten nicht nur als Abwehrrechte des Einzelnen gegenüber dem Staat, der sie verletzt haben könnte,
sondern sie gelten auch untereinander zwischen den Bürgern. Auch Bürger untereinander müssen sich Meinungsfreiheit zubilligen und so fort. Das hast du gewissermaßen als dogmatische Grundlage für eine Demokratisierungsgeschichte Deutschlands unter dem Grundgesetz interpretiert. Um das nochmal zu unterstreichen und um das mit einer Frage an Sie zu verbinden, denn bevor Sie gleich Fragen an uns oder an Jens Kersten bei einigen Stellen dürfen, können wir das vielleicht mal damit starten, dass ich eine Frage an Sie stelle. Wie nehmen Sie denn, das können Sie jetzt erstmal für sich beantworten und dann gleich daraus auch etwas machen oder es direkt beantworten, wie nehmen Sie denn das Bundesverfassungsgericht wahr? Akzeptieren Sie jede Entscheidung des Gerichts, weil es ja das Gericht ist? Sagen Sie, das hat einen generellen Glaubwürdigkeitskredit bei mir und auch wenn ich mich mal wundere, sage ich, gut, wenn Karlsruhe das so entschieden hat, dann ist das so. Dann füge ich mich dem zumindest und erkenne ich es an. Oder sagen Sie, mit Kant gesprochen, vor dem Gerichtshof der Vernunft, nämlich meiner eigenen Vernunft, muss auch eine Entscheidung aus Karlsruhe Bestand haben. Und wenn ich, die Soldaten sind Mörderentscheidung oder in Bayern die Kruzifixentscheidung, nicht richtig finde, dann können das noch so kluge, professorale, neutrale, politisch unbedenkliche Richter entschieden haben, dann sehe ich das anders. Das ist dann etwas, worauf du auch sehr stark abgestellt hast, nämlich, dass ein Gericht nicht einfach eine pauvre neutre ist, sondern auch von soziologischen Legitimitätszuschreibungen lebt, von Glaubwürdigkeit, von Vertrauen lebt. Also das können Sie ja alles schon einmal überlegen. Bevor wir jetzt auch wirklich dann gleich die Diskussion öffnen und mit Ihnen zusammen dann weiter überlegen, denn wir machen ja eigentlich nichts anderes als öffentliches Nachdenken hier, hätte ich jetzt noch mal zum Abschluss und zum Schließen des Kreises zu den eingangs apostrophierten Publikationen die Frage, was ist denn jetzt die Zukunft der Rechtsstaatlichkeit? Es ist ja nun nicht so, dass wir noch mit denselben Problemen zu tun haben wie 1950, sondern wir haben es mit einer grassierenden Umweltkrise zu tun, die im Moment sensationelle Umfragewerte bestimmter Parteien produziert, die Schüler motiviert, freitags nicht zur Schule zu gehen und amerikanische Präsidenten motiviert, das alles für Unsinn zu halten. Wir haben es mit ganz neuen technischen Entwicklungen zu tun. Also um es mal vielleicht darauf zuzuspitzen, kannst du was zum Anthropozän sagen, aber brauchen wir am Ende einen Rechtsstaat, der auch die Rechte von Maschinen schützt, wenn wir künstliche Intelligenzen haben oder so etwas? Ja. Also zunächst muss man sehen, dass das Vorurteil gegenüber Juristinnen und Juristen, sie seien fantasielos falsch ist. Also das eilt uns irgendwie voraus, aber wir sind sehr fantasievolle Menschen und wir sind immer mit diesen Problemen konfrontiert und suchen danach Lösungen. Und alles, was du jetzt gesagt hast an Herausforderungen, nehmen wir die Umweltproblematik. Da merken wir halt im Augenblick, dass die Erklärung, wie wir mit ihnen umgehen wollen, verfassungsrechtlich, dass die überhaupt nicht mehr gehen und rechtsstaatlich. Also die Natur ist nach dem Verständnis des Grundgesetzes, das keinen Wert auf sein ökologisches Profil legt, einfach ein Objekt. Ja, und damit werden wir nicht mehr weiterkommen, wenn wir überleben wollen. Vor dem Hintergrund funktioniert auch nicht mehr die Beschreibung, wie wir das die ganze Zeit versucht haben. Wir sind halt rechtsstaatlich in einer Risikogesellschaft. Das funktioniert auch nicht mehr, weil diese Rede von der Risikogesellschaft, die wir rechtsstaatlich aufgebaut haben, dazu geführt haben, dass wir Gefahren, also evidente Gefahren, nur für Risiken halten. Ja, und gar nicht sehen, dass beispielsweise der Klimawandel längst gefährlich geworden ist. Wir kommen auch mit dem Nachhaltigkeitsprinzip, das wir dann als nächstes für rechtsstaatlich wichtig gehalten haben, kommen wir auch nicht weiter, denn wenn Sie sich das Artensterben anschauen, da lässt sich gar nichts Nachhaltiges mehr darüber sagen. Oder wir entsorgen im Augenblick Atommüll. Da versuchen wir das rechtsstaatlich dadurch zu regeln, dass, das muss man sich überlegen, der Paragraph 1 des Standortauswahlgesetzes, der sagt, wir suchen einen Standort für die nächste 1 Million Jahre. Das steht so im Gesetz drin. Ja?
also für 1 Million Jahre. Ich glaube, wenn man zurückrechnet, gab es da 1 Million Jahre noch nicht mal die Menschheit oder wir hätten auch noch nicht mal die Bewusstsein eines Gottes oder irgend sowas. Aber wir planen jetzt für 1 Million Jahre. Hier sind wir an den Grenzen des Rechtsstaats. Hier stellt sich jetzt einfach die Frage, wie gehen wir da um mit den Rechten der Natur? Das Gleiche stellt sich für die Frage von KI, also künstlicher Intelligenz. Müssen wir denn hier nicht auch uns überlegen, können wir die nicht in irgendeiner Weise, oder müssen wir da nicht hingehen und sagen, das sind auch juristische, selbstständige Personen, wie wir auch zu Geld oder sagen wir in der Stiftung bist du ja auch eine juristische Person oder eine Aktiengesellschaft. Müssen wir das nicht auch machen? Es ist ein bisschen ungewohnt, dass eine Maschine, eine KI, eine Person sein kann. Wer aristotelisch denkt, wird das nie zulassen, aber funktional wäre das zweifellos sinnvoll. Das kann man gar nicht anders sagen. Zugleich muss man sich bei der Frage dann von, wenn wir weiter über Krisen des Rechtsstaats reden, sich kurz mal überlegen, wenn wir das Problem haben, überhaupt Planungsentscheidungen heute aufrechtzuerhalten. Früher war das überhaupt kein Problem. Viele von Ihnen werden noch diese Erinnerungen haben, als man hier irgendwie, ich glaube, anlässlich die U-Bahn gebaut hat, anlässlich der Olympischen Spiele in den 70er Jahren. Das war ein Projekt der ganzen Stadt, das wurde gemacht. Heute ist so ein Projekt nicht durchführbar. Ja, weil sie einen so großen, in der Gesellschaft einen solchen, auf der einen Seite eine riesige Infrastrukturbedürfnis haben, auf der anderen Seite aber gerade über den Rechtsstaat natürlich eine riesige Möglichkeit, dem zu widersprechen. Und wenn Sie Planerinnen und Planer sprechen, die sagen, wir müssen jetzt diese deutsche Eiche hier fällen, aber wir pflanzen dir da hinten einen ganzen Eichenwald, dann ketten sich die Leute dennoch an dieser Eiche fest. Ja? Das heißt, selbst wenn das entschieden ist, haben wir heute ein riesiges Problem bei der Durchsetzung dieser Entscheidungen. Plus die Tatsache, dass natürlich die Politik und eine Landrätin Angst hat, wenn der Schwarm dann kommt in Form des Shitstorms. Wo wir auch riesige Probleme haben in der Pluralisierung der Gesellschaft, ist bei der Regelung fundamentaler Fragen. Wir haben keine klare Regelung zum Beispiel der ganz großen Fragen. Wann beginnt das menschliche Leben und wann endet es? Haben wir keine klare Regel. Ja? Also wir können rechtsstaatlich sehr gut sagen, dieser Vertrag ist gültig, also Sie haben jetzt was bestellt, Sie müssen es jetzt bezahlen, so ist es. Ja? Aber wann das Leben beginnt, wissen wir nicht. Wir haben, ich würde sagen, irgendwie 5,5 Embryonenbegriffe in der deutschen und europäischen Rechtsordnung. Ja? Wie die Frage am Lebensende aussieht, das ist auch nicht fest geregelt, das ist nicht fest regelbar und es wird in der pluralistischen Gesellschaft noch umso weniger gehen. Das heißt, wenn ich am Anfang gesagt habe, also, und das ist auch so, Rechtsstaat ist eine prima Sache, auch mit der Demokratie, die Probleme darf man nicht übersehen. Und ich könnte die Aufzählung noch weiter fortsetzen, aber das würde dann zu weit führen. Aber vielleicht kann man damit schließen, dass man, gerade wenn es um die Demokratie geht, mit eigentlich dem zentralen, ja, optimistischen Plädoyer, das eigentlich jede Demokratie auszeichnet und jeden Rechtsstaat schließen, das aber seltsamerweise in Deutschland total aus der Mode gekommen ist. Wir schaffen das. Vielen Dank. Sehr schön. Dem ist nichts hinzuzufügen. Und damit wollen wir jetzt gerne die Runde an Sie öffnen und Ihnen ermöglichen, was auch immer zu fragen oder im Sinne dessen, was ich gerade angeregt habe, zu sagen. Also heute, wir haben, glaube ich, es war noch nicht so schwer, die erste Frage zu stellen, bei so viel geballter Kompetenz wie heute Abend. Und wer noch nicht Jura studiert hat, macht es demnächst wahrscheinlich. Hört man mich? Jetzt ist es besser? Ja, jetzt ist es besser. Verzeihung. Also hier hinten die erste Frage. Ja, also eine Anmerkung eigentlich oder Feedback. Was mich ein bisschen gewundert hat, das Thema Rechtsstaat ist ja jetzt nicht unbedingt nur ein deutsches Thema, aber Sie haben das fast ausschließlich an unserer Verfassung, an unserem Verfassungsgericht und so weiter diskutiert. Also vielleicht kann man dazu noch ein bisschen was sagen. Die andere Thematik, Sie haben die Frage gestellt, akzeptiere ich das Verfassungsgericht?
Prinzip so, dass man auch als Bürger akzeptieren muss, dass man vielleicht eine andere Meinung hat, aber dass die Meinung der Mehrheit oder der Verfassung, die ja auch einen gewissen Sinn hat, eben auch gilt. Ja, sehe ich jetzt gar kein Problem eigentlich im Grunde. Und dass es so Figuren wie Gauland gibt, die irgendwann sagen, das wollen wir nicht mehr, das beunruhigt mich eigentlich auch nicht so großartig. Und eine letzte Anmerkung zu der Diskussion zum Schluss. Das sind natürlich alles wichtige Probleme. Aber stellt das wirklich den Rechtsstaat oder unsere Verfassung in Frage? Ist das nicht eine Frage von Politik? Ich meine, die Verfassung will ja auch nicht alles regeln. Da gibt es ja bestimmte Rechte gegen den Staat und untereinander. Und ich bin jetzt kein Experte, ich bin kein Jurist. Ja? Von daher habe ich vielleicht die Problematik noch nicht ganz erkannt. Ja? Also in Summe würde ich eigentlich sagen, in Deutschland haben wir eigentlich kein Problem mit dem Rechtsstaat. Ja? Und die Themen, die Sie genannt haben, die muss man halt gesellschaftlich, politisch letztendlich auch diskutieren und dann mehrheitlich im Konsens versuchen, eine Meinung zu bilden. Ja, dasselbe gilt auch für den Klimawandel. Das ist doch nichts, was die Verfassung, die muss ja nicht das Recht des Klimas definieren. Ich kann ja auch sowas gegen den Klimawandel tun, ohne dass es in der Verfassung steht. Okay, war jetzt ein bisschen viel. Sorry. Also prinzipiell ganz herzlichen Dank. Im Hinblick auf diese Frage, wenn wir damit anfangen, mit der Akzeptanz von Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts, da muss man einfach dazu sagen, dass das sich schon immer auch mit der Zeit wandelt. Ja? Also wenn Sie sich zurückerinnern an Ostverträge und Akzeptanz der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zu den Ostverträgen, da war keine große Akzeptanz teilweise in der Bevölkerung und auch im politischen Raum. Sie haben gleichzeitig, wenn Sie sich an die Entscheidung zum Kruzifux und zur Daten sind Mörder anschauen, haben Sie in den Umfragen ein sehr großes Tief im Hinblick auf Akzeptanz von Entscheidungen. Mit Blick, ich habe jetzt nur über Deutschland als Rechtsstaat hier gesprochen, es hängt so ein bisschen daran, dass uns natürlich jetzt alle unmittelbar betrifft, das ist ganz klar. Ganz klar ist auch, dass man das nicht verallgemeinern kann. Frankreich hat ein ganz anderes Verständnis von Rechtsstaatlichkeit, schon deswegen, weil sie ein ganz anderes Verständnis von Verfassung und Demokratie haben. Und so kann man das eigentlich für jeden Staat auch durchgehen. Also hier sind wir weder irgendwie Vorbild oder vor oder zurück, sondern das wäre jetzt, würde glaube ich einfach ein bisschen weit gehen. Im Hinblick auf diese Frage, Sie sagen, ja, man könnte was gegen den Klimawandel tun, das gibt genau das wieder, was im Augenblick passiert. Es ist halt im Konjunktiv, ja, es wird ja nichts getan, ja, das kann man, muss man einfach so sagen. Und dann dient halt auch die Verfassung einfach dazu, Dämme gegen die Selbstzerstörung zu errichten. Das haben wir gemacht mit Blick auf Diktaturen, also indem wir Rechtsstaat haben, schließen wir Diktaturen und diktatorische Sachen aus. Aber ich denke, gerade unsere Antwort, unsere rechtliche Antwort auf Fridays for Future sollte halt nicht sein, ihr müsst in die Schule gehen, weil es die Schulpflicht gibt, sondern da stellt sich einfach die Frage, wie sieht es mit Klimapflichtigkeit von Autos, Flugreisen aus? Und dann ist die Frage, wie verankern wir das in der Verfassung? Und zwar so, dass wir uns nicht immer sofort drüber hinwegsetzen. Und da sind halt andere Staaten in der Rechtsvergleichung weiter als wir, die beispielsweise Rechte der Natur kennen. Es sind gar nicht so wenige, von Ecuador, USA, Kolumbien, auch Griechenland macht da einige Sachen. Und vor dem Hintergrund, denke ich, kann man da einfach schauen, was man da lernen kann und kann das prinzipiell aufgeben. Ich würde auch jetzt sagen, die Sachen, die ich jetzt am Schluss genannt habe, das sollte jetzt nicht Kulturpessimismus sein. Ich denke auch, der Rechtsstaat in Deutschland, der funktioniert sehr gut. Allerdings glaube ich, nehmen wir mal diese nicht regelbaren Fragen an, das muss man sich, glaube ich, bewusst machen. Das ist eine Sache, die musste ich als Jurastudent erstmal lernen. Ich hätte jetzt gedacht, also gerade die großen Fragen, die müssten wir doch, also Lebensanfang, Lebensende, also das müssten wir doch wirklich mal regeln können. Und das geht halt irgendwie nicht. Das kriegen wir irgendwie nicht hin. Und das ist jetzt vielleicht gar nicht jetzt negativ gedacht, aber das muss man sich, glaube ich, bewusst machen. Wir kriegen umgekehrt aber auch keinen gesellschaftlichen Konsens in diesen Fragen hin, sondern da ist gar nichts. Ja? Da ist gar nichts.
Ja, doch, Sie, also da würde ich einfach sagen, also die Frage war, ob wir von der Juristerei erwarten, ob Sie von uns Juristinnen und Juristen erwarten können, dass wir Ihre Probleme lösen. Und da würde ich sagen, ja, also das ist unsere Aufgabe. Ja, also dafür, also wir sind die Leute, die meistens in den Dingen anderer Leute konsequent sind. Thomas, vielleicht darf ich noch mal einen kurzen Kommentar auch dazu sagen. Ich glaube, wir müssen zwei Dinge unterscheiden. Sie haben vollkommen recht damit, dass Sie sagen, das kann nicht wirklich letztgültig nur juristisch entschieden werden. Und das ist ja auch genau in der Linie dessen, was du seit dem Schäuble-Zitat vorhin gesagt hast. Wir brauchen politische Entscheidungen, wir brauchen einen politischen Willen, eine demokratische Legitimation. Kontrolle der Technik und so weiter. Zensur, also damit haben Sie zweifellos vollkommen recht. Aber ich glaube, es ist auch, es sollte auch klar geworden sein durch unser Gespräch, dass man einfach rechtshistorisch und rechtssoziologisch sagen kann, dass entscheidende Fortschritte auch in Demokratisierungshinsicht, aber auch bei der Problemlösung durch bestimmte rechtliche Rahmensetzungen und Normierungen geschaffen worden sind. Also beispielsweise auch in puncto Demonstrationsrecht, Meinungsfreiheit und so weiter. Hat sich das, wenn man das in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland sich anschaut, entlang von Verfassungsgerichtsentscheidungen gewissermaßen vollzogen und weiterentwickelt. Und wir hatten ja vorhin schon einmal den Punkt, das ist vielleicht auch angemessen einer Gesellschaft, die sehr individualistisch ist, wo zunehmend mehr Leute auch nicht mehr ihre löbliche Haltung mitbringen, dass man doch Mehrheitsentscheidungen akzeptieren müsste und so weiter. Und insofern finde ich, ist die Frage ganz wesentlich, welchen Stellenwert wir der Rechtsstaatlichkeit geben wollen bei bestimmten Zukunftsfragen. Und da gibt es die beiden großen Alternativen. Ihre zu sagen, das müssen wir politisch entscheiden. Und bevor wir nicht politisch entschieden haben, wie wir mit Atomenergie umgehen wollen, wie wir mit künstlicher Intelligenz umgehen wollen und so weiter, brauchen wir beim Rechtsstaat gar nicht nachzufragen. Und die andere Position ist die zu sagen, darüber finden wir sowieso keinen Konsens. Und wir haben einen unglaublichen juristischen Hiatus gewissermaßen, sich 1 Million Jahre Regelung zuzutrauen. Und dann müssen wir erstmal schauen, ob wir einen Naturbegriff finden und einen Lebensbegriff finden. Und so, ja? Also insofern ist das schon alles richtig, was Sie sagen, aber rechtssoziologisch kann man dem auch diesen trägen. Jurist Thomas Pfister. Ja, genau zu den erwähnten 1 Million Jahren wollte ich was sagen. Also Demokratie setzt nur nach meinem Verständnis voraus, dass eine Minderheit auch immer wieder zu einer Mehrheit werden kann und umgekehrt. Und jeder von uns weiß, also ich bin auch Jurist, dass sich halt die Wirklichkeit immer so ändert, dass man in die Zukunft letztlich nur begrenzt schauen kann. Man kann aber, meine ich, doch so sehr in die Zukunft schauen, um zu sagen, dass wir nicht 1 Million Jahre in die Zukunft schauen können. Und ich war früher, als ich jung war, auch in der Anti-Atomkraft-Bewegung mit dem ganz banalen Argument, man kann nicht juristisch irgendwas regeln für 1 Million Jahre in die Zukunft, das ist undemokratisch. Deswegen konkret die Frage, hätte damals nicht zum Beispiel das Bundesverfassungsgericht der Bevölkerung schlichtweg Recht geben müssen, weil es nicht mehr einfach nur ein pluralistischer Meinungsstreit ist, ob man 1 Million Jahre in die Zukunft denken kann, sondern weil die Antwort einfach auf der Hand liegt. Man kann das natürlich nicht. Die Neandertaler gab es, glaube ich, seit 100.000 Jahren und dann zehnfach die lange Zeit. Ist das nicht dann doch auch ein Zeichen dafür, dass das Bundesverfassungsgericht solche Fragen sich denen nicht stellt? Anders formuliert, hätte das Bundesverfassungsgericht, wenn es angerufen worden wäre damals, nicht, ich weiß es nicht, ob es angerufen worden ist, nicht sagen müssen, diese Technologie muss einfach verhindert werden, muss verboten werden, ist eine undemokratische, weil nicht kontrollierbare Technik. Also prinzipiell stellt sich bei Problemen wie der
bei Problemen wie bei der Atomkraft einfach ganz klar die Frage nach Mehrheit und Minderheit und die Frage nach der Akzeptanz von Mehrheitsentscheidungen. Ich glaube, das wurde auch damals, Hasso Hofmann hat das beispielsweise getan, sehr intensiv diskutiert. Das Bundesverfassungsgericht wurde mehrfach mit Blick auf Genehmigung von Atomanlagen angerufen, aber da hat das Bundesverfassungsgericht eben das gemacht, was Sie alle kennen. Sie haben gesagt, unsere Lösung, unsere rechtsstaatliche Lösung ist Grundrechtsschutz durch Verfahren. Und wenn man schon diesen Satz sagt, Grundrechtsverfahren, ist klar, was rauskommt, jedenfalls kein Verbot. Und bei dem Punkt, wo man es hätte verbieten können, nämlich beim Restrisiko, ja, da hat man gesagt, das Restrisiko ist das Risiko, das nicht eintreten darf, was ja schon ein eklatanter Widerspruch in sich selbst ist. Also das wäre der Punkt gewesen. Aber da die Bürgerinnen und Bürger nach der Auffassung des Bundesverfassungsgerichts noch nicht einmal aus ihrer körperlichen Recht auf körperlichen Unversehrtheit und Leben ein Recht auf Restrisikominimierung haben, also wir haben noch nicht mal ein Recht darauf, dass das möglichst tief angesetzt ist, war das vom Bundesverfassungsgericht zu erwarten. Das Bundesverfassungsgericht hat hier entschieden, wie so oft, mit einem ganz deutlichen Ja, aber. Ja. Also das, aber in der Sache haben Sie vollkommen recht. Es ist eigentlich eine tiefgehende Frage, welche Entscheidungen sind nicht mehrheitsfähig? Und das wäre meiner Ansicht nach so ein Punkt gewesen. Für 50 Jahre oder 60 Jahre Nutzung der friedlichen Atomkernenergie 1 Million Jahre hinterlassen, ist halt, ich breche den Satz ab. Ja. Nächste Frage. Vielen Dank. Ich hätte nicht erwartet, dass das Fass in dieser Größenordnung aufgemacht wird. Meiner Einschätzung nach handelt es sich mittlerweile also um kategoriale Fragen, die Sie stellen, beziehungsweise auch um Fragen der begrifflichen Logik. Also ich störe mich schon immer an dem Ausdruck Naturrecht oder Recht der Natur. Eigentlich, wenn ich das richtig verstehe, ist das Recht eine Regelung des Miteinanders von Menschen. Ein Tier hat kein Recht und die Tiere untereinander auch nicht. Das heißt, es gibt Bereiche, die müssen im Nachgang dann irgendwie normativ geregelt werden. Aber das Problem, ob wir eine Klimakatastrophe haben oder nicht, lässt sich durch Recht nicht ändern. Die Frage ist in diesen Punkten, ähnlich wie mit dem Atomproblem, gibt es ein sachlich, wissenschaftlich, kritisch, rational feststellbares Problem? Und dann muss man Verhaltensweisen der Menschen möglicherweise rechtlich normativ festlegen, die dann diesem festgestellten Problem Rechnung tragen. Aber nicht umgekehrt, weil das kann das Recht natürlich nicht. Und noch eine Anmerkung, Schorb ist mein Name, ich bin Mediziner, mit der Frage des Anfangs und des Endes des Lebens. Ich bin gerade dabei, einen Vortrag über den Tod vorzubereiten und da bin ich auf diese Problematik auch gestoßen. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt richtig bislang recherchiert habe, aber in Bezug auf den Hirntod hat wohl die Juristerei, soweit ich das sehen kann, der Ärztekammer diese Definition übertragen. Es ist eine rein wissenschaftliche, sachliche Definition, die aber, wenn ich es recht weiß, auch entsprechende Folgen hat. Dann ist wahrscheinlich definiert, was eine Leiche ist, aber dazwischen, wo es um die Organspende geht, da scheint mir ein juristisches Vakuum zu sein. Jetzt ist das los. Also prinzipiell, wenn ich mit der ersten Frage anfangen darf, es ist wirklich ein kategorialer Unterschied zwischen Naturrecht und Rechte der Natur. Also das Naturrecht wäre, wenn wir sagen, aus der Natur selbst geben sich die Rechte des Menschen oder die Rechte von irgendwelchen Entitäten. Das können wir nicht sagen. Oder das ist jedenfalls nicht mehr unsere Tradition. Die Rechte der Natur sind in der Rechtsordnung Rechte, die vorgesehen werden können. Also die Ecuadorianer machen das. Und es ist für uns ein bisschen ungewohnt, denn wie gesagt, bei Kapital haben wir das problemlos gemacht. Wir verselbstständigen Kapital in juristischen Personen. Da sind wir auch schon Jahrhunderte dran gewöhnt. Und es gibt allerdings keinen kategorialen Unterschied, warum man das nicht auch mit Tieren machen könnte, mit Pflanzen, mit Landschaften
oder mit sogenannten Umweltmedien, warum man die nur in Anführungszeichen objektiv, aber nicht subjektiv rechtlich schützen kann. Also das ist so ein bisschen eine Frage der Gewohnheit. Wenn man Aristoteliker ist, habe ich schon gesagt, sieht man das ganz anders, aber dann hat man das Kevin Kühnert-Problem mit BMW, das müsste dann auch keine juristische Person mehr sein und dann haben wir wirklich ein Problem. Das heißt mit anderen Worten, die Rechtsordnung ist hochkonstruktiv, ja, hochkonstruktiv. Wir können aus Tieren, aus Geld, können wir Stiftungen machen, aus Tieren, Personen, das ist für uns kein Problem juristisch. Die Sache mit dem Lebensende, da haben Sie vollkommen recht. Letztlich haben wir diese Entscheidung, ja, für was, also prinzipiell würde ich sagen, hängt der Übergang vom Stillstand aller Organe vor dem Hintergrund eines Wandels unserer, wenn ich es jetzt kulturell sage, kulturellen Perzeption von Organen ab. Ja. Es ist nicht mehr das Herz, ja, sondern das Gehirn, dass wir in den Mittelpunkt unseres kulturellen Selbstverständnisses stehen. Aber letztlich haben wir das Problem im Augenblick so gelöst, dass Sie über die Frage, ob Sie einen Organspendeausweis haben, praktisch jedenfalls teilweise subjektiv über Ihr eigenes Lebensende in dieser Weise selbst bestimmen können. Also so kommt unsere Gesellschaft mit dieser Grauzone, die Sie vollkommen zu Recht beschrieben haben, halbwegs zurecht. Wenn man Aristoteliker ist, dann glaubt man, dass das Gehirn nur für die Kühlung des Blutes zuständig ist und dann hat man ein ganz anderes Konzept von Hirntod. Wir waren jetzt ständig in den Höhen, aber wir sind immer im deutschen Rechtsstaat geblieben. Unser drängendes Problem in Europa ist ja leider die Bedrohung des Rechtsstaats in einigen Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Und da kommen wir wieder zurück auf das Verhältnis von Demokratie und Rechtsstaat. Die berufen sich, die Länder mit dem gefährdeten Rechtsstaat, berufen sich ja gerade auf die Demokratie in Polen, in Ungarn, in der Türkei auch. Da haben wir doch das alte Phänomen des Gegensatzes von Rousseau mit der Volonté générale und Montesquieu mit der Gewaltentrennung. Wie kommen wir in Europa diesem Problem näher, dass wir nicht akzeptieren, dass eine Mehrheit, wie sie in Polen existiert, wie sie in Ungarn existiert, machen kann, was sie will mit dem Rechtsstaat? Das ist eine sehr schwere Frage und sie führt aber letztlich wiederum zu dieser Ewigkeitsgarantie zurück. Ja? Auch unabhängig von der Frage, ob man formell in einer Verfassung sagt, diese oder jene Dinge, die können nicht geändert werden, stellt sich bei jeder Verfassung die Frage, welche Entscheidungen, die die verfassungsgebende Gewalt, also die Verfassung gemacht hat, die pouvoir constituant, kann die pouvoir constitué, also die verfassungsändernde Gewalt, ändern. Und da geht die Auffassung letztlich dahin, dass man sagt, man kann halt nicht alles aufheben, außer man macht eine ganz neue Verfassung. Im Hinblick, wie wir mit diesem Problem praktisch umgehen, finde ich, ist das ein gutes Beispiel dafür, wie effektiv eigentlich die Europäische Union ist. Auch der Brexit ist eigentlich, wenn man das umdreht, ein Zeichen, wie stark die Europäische Union ist. Denn wenn die Europäische Union schwach wäre, dann wären die Briten ja schon längst weg. Ja? Also, dass das so schwer ist, zeigt, wie verzahnt und wie tief eigentlich diese Integration heute ist. Und letztlich muss man sagen, wahrscheinlich wären, da muss man vorsichtig sein, wären einige Staaten in der Europäischen Union schon längst auf dem Weg, nicht nur in den Autoritarismus, sondern wären das, wenn es die Europäische Union nicht gäbe. Das heißt, dieses gestufte Mehrebenensystem hat eben doch insofern einen demokratiesichernden Charakter. Und Ihre Frage konkret zu beantworten, natürlich kann man Verfassungsgerichtsbarkeit immer anders regulieren. Das ist in keinem Staat gleich. Aber man muss halt dann ab einem bestimmten Punkt schauen, wo wird das dysfunktional und wo klappt praktisch das nicht mehr, was wir vorhin mit diesem Marbury versus Madison beschrieben haben. Denn wenn die Verfassungsgerichtsbarkeit fällt, fällt der Vorrang der Verfassung vor dem einfachen Gesetz. Der Gesetzgeber kann dann alles machen und ist dadurch letztlich dann Verfassungsgeber. Ja? Jetzt habe ich Ihre Frage, glaube ich, nicht
beantwortet oder nicht restlos, ja, aber wahrscheinlich geht das auch nicht. Zweite Frage vom Erstfragenden. Sie haben das seltene Privileg, weil Sie der Erste waren, auch nochmal fragen zu dürfen. Vielen Dank. Also ich habe nochmal eine konkrete Frage zu Europa. Sie haben ja gesagt, es gibt verschiedene Rechtsstaaten, die Demokratien sind alle anders. Jetzt ist zumindest mein Verständnis, dass auch Europa, also die EU, in irgendeiner vernünftigen Weise ein Rechtsstaat, vielleicht ist kein staatliches Gebilde im klassischen Sinn, aber sozusagen der Europäische Gerichtshof ist ja stark und das sollte eigentlich nach rechtsstaatlichen Prinzipien funktionieren. Wie kann das funktionieren, wenn die Elemente alle so unterschiedlich sind? Praktisch funktioniert es ja irgendwie, aber haben wir da ein Akzeptanzproblem oder was ist das Problem? Wenn Sie das als Jurist nochmal, ich bin ja kein Jurist. Prinzipiell ist es bei jeder Form von föderalem Bund, wenn man das mal im weiteren Sinn so sagt, nie so, dass der Bund selbst einfordert eine totale Homogenität der Verfassungsgrundsätze. Auch wir im Grundgesetz haben eine Regelung 28 Absatz 1 Satz 1 Grundgesetz, das wurde vorhin zitiert. Die Bundesländer müssen nur diese Grundsätze Demokratie, Rechtsstaat, Republik, Sozialstaat haben, aber das können sie selbst ausgestalten, wie sie wollen, solange sie da irgendwie drin sind. Und mit Blick auf die Europäische Union macht der 23 Grundgesetz das Gleiche und der Artikel 6 EUV auch. Das heißt, man hat da einfach vor dem Hintergrund dann da auch dieser großen unterschiedlichen Traditionen in diesen Staatsfundamentalverständnissen hat man eine große Bandbreite. Und vor dem Hintergrund ist es schlicht und ergreifend so, dass eben diese Rule of Law unterschiedliche Auswirkungen hat. Wenn es dann um die Organisation selbst der Europäischen Union geht und die Frage, wie stark ist die Integration da, ist nicht das Rechtsstaatsproblem das Problem. Das europäische Recht ist ein sehr starkes, sehr gut gemachtes Recht. Und ich muss einfach sagen, es wird ja immer auf die Brüsseler Bürokratie geschimpft. Also für so eine kleine Bürokratie leisten die eigentlich relativ viel. Ja, also ich glaube, die Berliner Verwaltung ist dreimal so groß, aber bringt nicht die gleiche Leistung, um es vorsichtig zu sagen. Und ich liebe Berlin sehr. Was aber der zentrale Punkt ist, ist im Hinblick, wo liegt das Problem in Europa? Das kann man einfach sagen, es liegt auf der Ebene der sozialen und eben der demokratischen Integration. Diese beiden Sachen haben wir nicht da. Und von daher haben wir diese Defizitgefühle, weil wir ja intuitiv immer wieder die Europäische Union an den Institutionen messen, die wir gewohnt sind, nämlich den Nationalstaat oder den Freistaat Bayern. Ja? Und die funktionieren halt vor dem Hintergrund, dass sie rundherum demokratisch, sozial legitimierte und rechtsstaatlich ausgebildete Verfassungsstaaten ist, das funktioniert halt darunter. Ja? Und ich glaube, das ist halt das Problem. Aber es liegt nicht mit Blick, es ist nicht eine rechtsstaatliche, also rechtsstaatlich funktioniert da alles. Aber es fehlt halt das, und das schließt auch sehr schön den Kreis zum Anfang wieder, es fehlt halt die entsprechende demokratische Gestaltung. Für den Fall, dass die aber da wäre, dann wären wir halt ein europäischer Staat. Und das wollen dann viele auch nicht. Also ist man hin und her gerissen. Was will man jetzt? Will man praktisch eine Europäische Union, die rundherum legitimiert ist wie der ehemalige nationale Verfassungsstaat? Dann war es das aber mit unseren Verfassungsstaaten. Oder akzeptiert man die Tatsache, dass das defizitär ist? Dann ist es halt defizitär. Ja, also das ist eine Entscheidung. Das tut mir total leid, nicht alles haben. Aber wir sehen ja Punkt, dass nämlich der Gigant in Gefahr immer auch ein Gigant in Bewegung ist und das vielleicht auch seine große Chance ist. Also es ist jetzt an mehreren Stellen ganz interessant herausgekommen, dass wir kein zu statisches Verständnis haben dürfen. Der Rechtsstaat ist eine Institution, ja, soll er sein, muss er sein, ist er.
Aber das bedeutet nicht, dass das nur ein Gebäude ist, in dem Richter sitzen, und ansonsten ist es statisch, und es gibt eine Tradition seit der Inkraftsetzung einer bestimmten Verfassung, sondern, das hast du vorhin schon deutlich gemacht und jetzt gerade noch einmal und schon durch Ihre ganzen drei Fragen ist das auch nochmal sehr deutlich geworden, was man jeweils darunter versteht, wie man die Verfassung interpretiert, das ist ständig im Fluss und ständig in Bewegung. Und das gilt auch für Ihre Frage nach Europa. Also Freiheit ist ein Grundwert in unserem Grundgesetz, in eigentlich auch allen anderen europäischen Verfassungstexten. Von den Wirklichkeiten sehen wir jetzt mal ab. Und das Verständnis dieser Freiheit ist aber sehr unterschiedlich. Also auf der europäischen Ebene ist es ein stark wirtschaftsorientiertes. Da haben vor allen Dingen auch Kapitalgesellschaften sehr starke Freiheitsrechte und ein Eigentumsverständnis im Sinne von Artikel 14 Grundgesetz ist das eher nicht. Also da bestehen schon gewisse Spannungsverhältnisse, aber die gute Nachricht ist eben, dass man eben so wie man Kapitalgesellschaften Freiheitsrechte zusprechen kann, man dann eben auch der Natur und Landschaften und Arten Rechte zuschreiben kann. Und insofern finde ich es schon mal ein interessantes Ergebnis zu sagen, dieser Gigant ist noch in Bewegung und muss in Bewegung bleiben, und wenn er das tut und sein Verständnis anpasst, dann muss man auch gar nicht gleich eine Revolution machen. Sondern das ist das, was immer passiert ist mit Rechtsstaatlichkeit, dass sich die Semantik, das Verständnis geändert hat. Ich unterliege der Versuchung, das jetzt wirken zu lassen, aber ich fasse mich kurz. Ich glaube, wir haben noch eine gute Nachricht, und zwar, dass wir mündige Bürger sind und heute mit Ihnen viele da waren, die sich dieses Themas angenommen haben, indem sie hier waren und auch tolle Fragen gestellt haben. Wir können jetzt darüber sprechen, ob das Beweis dafür ist, dass wir heute nicht, wie uns mal nachgesagt wird im Café Lüppel, dass wir da lauter Bourgeois sind, sondern eher Citoyens. Also ich tendiere heute Abend als Gastgeber stolz darauf zu sein, dass wir wahrscheinlich eher Citoyens da hatten mit Ihnen. Und in dieser Rolle würde ich Sie bitten, weiter zu erzählen, auf welchem hohen Niveau wir hier Ihre Abende bereichern können. Und das tue ich wie immer. Dieses Privileg nehme ich mir heraus, Sie auf zwei weitere Veranstaltungen hinzuweisen. Aber allererstes habe ich das unbedingte, spontane Bedürfnis, dass wir klatschen. Und ein zweiter Impuls war noch, zu hinterfragen, ob es rechtsstaatlich wäre, also dem Rechtsstaatlichkeitsprinzip zuträglich wäre, wenn wir jetzt per Akklamation Ihnen allen Credit Points geben würden. Aber leider ist das Jurastudium nicht Teil des Bologna-Systems. Insofern schließt sich das Gott sei Dank aus. Ansonsten würde ich das jetzt vorschlagen, weil Sie so gut mitgemacht haben. Ja, zwei Veranstaltungen. Also von ganz vielen, wie Sie wissen, Sie haben es alle auf dem Tisch, aber zwei will ich besonders hervorheben, nicht zuletzt deshalb, weil mit Frau Ritt eine Vertreterin des Wertebündnisses da ist. Und zwar am 25.06. 20 Uhr, am Dienstag, 25.06. das durchaus zugegebenermaßen ketzerische Formulierung: Macht die Migration die Demokratie kaputt? Die Migration, Fragezeichen. Es kommt die Integrationsbeauftragte der Bayerischen Staatsregierung, Frau Gudrun Brendel-Fischer, Mitglied des Landtages, Professor Dr. Wolfgang Pfeiffer, Frau Professor Schnebel, Politikwissenschaftlerin, Frau Monika Pietras, Medienwissenschaftlerin, Herr Dr. Peter Seifert und Frau Dr. Andrea Taubenböck, die die Geschäftsführung des Wertebündnisses ist. Und wir werden diskutieren, was 2015 mit uns und unserem Rechtsstaat gemacht hat. Die nächste Veranstaltung, wiederum hochkarätig besetzt, zwei Tage später, am 27. Salon Handschrift mit der Initiative, Initiative Schreiben, die sich Gedanken darüber macht, was machen Algorithmen mit uns und unser Ratio, unseren Gehirnwindungen, und welche soziologischen, kognitiven und sonstigen sozialpsychologischen Wirkungen hat eben der Umstieg auf die Tastatur oder sonstige moderne Technologien, wenn wir nicht mehr tatsächlich motorisch mit der Handschrift unsere Gedanken zu Papier bringen. Und es kommt unser
Bildungsminister, Herr Piazzolo, wird uns die Ehre geben. Er hat seinen Schreibtisch Luftlinie 150 Meter von hier, kommt aber, damit es pünktlich ist, mit dem Auto. Insofern können Sie sicher sein, dass das funktionieren wird. Ich musste heute ein Formular ausfüllen, ich bin jetzt böse, Entschuldigung. Ich freue mich, dass er kommt. Und mit ihm kommt Simone Fleischmann, das ist die Vertreterin der Lehrer und Lehrerinnen, eine sehr selbstbewusste Frau, die durchaus auch unserem Ministerpräsidenten immer wieder in Pressekonferenzen Paroli bietet. Und Dr. Michael Krämer, Philosoph, der die Initiative Schreiben vertritt und moderiert wird von Kia Fahland von der Süddeutschen Zeitung. Alles andere bitte dem Programm entnehmen, weitererzählen und kommen. Herzlichen Dank.